Erste Drittelpause im Weihnachtsderby Krefeld-Pinguine gegen die Düsseldorfer G. Spielstand nach 20 Minuten 1:0 für den KEV. Wir freuen uns auf zwei weitere spannende Drittel und wir haben heute, wir haben es gerade schon mal gesagt, einen Spieltagssponsor, nämlich die EGN. Wir haben vorhin schon erste Gewinnerinnen und Gewinner per Kamerafahrt ausgelobt, die gleich hier in der zweiten Drittelpause im Pinguine TV-Studio ihren Gewinn entgegennehmen können. Und auch unser Maskottchen Kevin sucht sich noch einige Gewinner aus, die dann hier in der zweiten Pause gekürt werden. Frau Helmold von den EGN ist bei uns. Ja, Frau Helmold, ein starkes Team steht auf der Werbebande hier im Königpalast und ein starkes Team sind Sie schon seit vielen Jahren, nicht nur für die Krefeld-Pinguine. Ja, wir sind hier als Entsorgungsunternehmen in der Region ein ganz starkes Team, sind als Dienstleister in allen Entsorgungsfragen sowohl für die Privatkunden als auch für den kleinen Handwerker oder den großen Industriebetrieb der richtige Ansprechpartner. Und mittlerweile auch eingefleischte Pinguine-Fans geworden. Bei Ihnen sieht man immer wieder mal entweder Trikot oder Schal. Das hat sich richtig bei Ihnen entwickelt zum Fansein, ne? Das gehört natürlich dazu. Wir sind schon lange Jahre ja auch Sponsor der Pinguine, machen sehr viel für die Pinguine und mit den Pinguinen und sind auch richtig stolz auf die Mannschaft. Also eine im sprichwörtlichen Sinne saubere Sache. Und Sie haben uns noch ein bisschen was mitgebracht hier, was die Fans sich heute hier sichern können bei Ihnen. Ja, es gibt zum einen, wie Sie vorhin schon sagten, ein Gewinnspiel. Das heißt, wir haben 20 tolle Preise der EGN, die man dann gewinnen kann. Und dazu aber für jeden interessierten Fan gibt es 4 verschiedene Motive, tolle Poster im A3-Format. Und zwar haben wir hier einmal mitgebracht den Lukas Lang, dann den Clark, Pieta, unseren Derby-Experten, vorhin schon einen Punkt gemacht mit dem Zuspiel, und Kuschain. Genau, Kuschain hat ja frisch verlängert den Vertrag. Ich glaube, eine gute Entscheidung, Herr Pinguine. Ist natürlich immer schwierig, aus dieser super tollen Mannschaft mit den guten Spielern dann 4 Motive herauszusuchen. Aber wir haben eine bunte Mischung, glaube ich, gefunden und hoffen, dass wir da ganz vielen Leuten ganz viel Weihnachtsspaß noch mitmachen. Gehe ich fest von aus. Also, der Stand der EGN, ein starkes Team direkt hier unten im Eingangsbereich, wo es hochgeht zur Treppe. Dort sehen Sie Frau Helmholt und natürlich das Team der EGN. Und es gibt diese tollen Motive, unter anderem mit Adam Kuschain, Lukas Lang, Daniel Pieta und Kevin Clark. Also, da auf jeden Fall vorbeischauen. In der zweiten Drittelpause sehen wir uns wieder. Ihr tippt noch kurz fürs Spiel. Wie geht's aus? Auf jeden Fall mit einem Sieg von uns. Ich würde sagen so 3-1. Das kann man auf jeden Fall mal so stehen lassen. Frau Helmold, herzlichen Dank und wir freuen uns, die EGN, das starke Team, heute Sponsor of the Day, hier beim Weihnachtsderby Krefeld-Pinguine gegen die Düsseldorfer EG. Der Spielstand nach 20 Minuten 1:0 für den KFV. Bis gleich in Drittel Nummer 2.